Bisher hat es unseren Testerinnen im Badeland Wolfsburg am besten gefallen. Das Bad ist sauber und bietet eine Vielzahl an Aktivitäts- und Erholungsmöglichkeiten. Insgesamt kommt es mit 2 Jokern für das absolute Wohlfühlambiente auf 43 von 46 Seesternen. Einzig beim Essen gibt es Abzüge. Auf Platz 2 folgt momentan die Therme Erding. Sie erhält 36 Sterne. Dort gibt es besonders viele Punkte für das Wellnessangebot und die gute Küche. Tropical Islands in Krausnick ist mit 26 Sternen bisher das Schlusslicht im Test. Trotz tropischem Ambiente gibt es Abzüge in der Bewertung für mangelnde Hygiene und viele Extrakosten. Heute geht es nach Nordrhein-Westfalen. Unsere Testerinnen bewerten den Spaß- und Erholungsfaktor, das kulinarische Angebot und den Preis. Ich war noch nie so aufgeregt, wie ich gerade bin. Oh Gott. Heute zeigt sich, ob das Aqualand in Köln Wolfsburg den Titel noch streitig machen kann. Und darüber entscheiden Julia. Sie ist 25 Jahre alt und macht eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Sie liebt es, zu relaxen. Joy ist ebenfalls 25. Die Studentin steht auf Action und powert sich gerne aus. In Köln gibt es 12 Saunen und 2 Dampfbäder mit Temperaturen zwischen 60 und 100 Grad Celsius. 12 Saunameister kümmern sich täglich um die 300 bis 600 Saunagäste und managen 20 Aufgüsse. Julia und Joy testen den Brötchenaufguss. Die Brötchen sind nichts Besonderes. Es geht um das Geruchserlebnis beim Saunieren. Oh, ich liebe diesen Geruch. Mhm. Boah, geil. Wie wenn man beim Bäcker vorbeigeht. Muffins wäre natürlich besser, ne? Muffins wäre der Hammer jetzt. Ein Tagesticket inklusive Sauna gibt es schon für 21,90 Euro. Nimmt man noch eine Portion Pommes und ein Getränk dazu, kostet der Kurzurlaub 26,20 Euro. Zum Abkühlen nach der Sauna gibt es rund 30 Duschen, eine Eisgrotte und ein Tunkbecken. Eine besondere Entspannung ist die Hammam-Anwendung. Hammam bedeutet übersetzt wohlige Wärme. In dem traditionell türkischen Bad werden Julia und Joy auf einem beheizten Marmorstein liegend gewaschen und gepielt. Anschließend wird der ganze Körper in Olivenschaum gehüllt und massiert. Oh, ich glaube, so fühlt sich ein Baby in der Gebärmutter. Die 25-minütige Anwendung kostet 24 Euro pro Person. Inklusive Tageskarte 46 Euro. Kaum mehr, als man in Erding oder Krausnick für den Eintritt zahlt. Eine weitere kostenpflichtige Möglichkeit zu entspannen ist die Salzgrotte. Die Wände bestehen aus Meersalzblöcken und die Raumluft ist extrem salzhaltig. Schon nach wenigen Minuten schmeckt man das. Die Jodsohlekur hilft bei Asthma, Bronchitis, Jodmangel und anderen Erkrankungen. Kostenpunkt 5 Euro. Also ich persönlich kann mich hier nicht wirklich erholen. Es gibt viele verschiedene Saunen, das ist super. Die Hammam-Anwendung, die war auch ein Traum. Aber unter Hygiene stelle ich mir halt teilweise was anderes vor. Deshalb leider nur 3 Seesterne von 5. Was ich teilweise schade fand, war, dass die Liegestühle nicht so sauber waren und auch teilweise verrostet waren. Ja, und deswegen gibt es von mir hier 4 Sterne und nicht 5. Im Kölner Bad gibt es ein Selbstbedienungslokal und ein Restaurant im Saunabereich. Dort essen unsere 2 Badenixen. Zur Vorspeise gibt es einen Antipasti-Teller. Als Hauptgericht hat Joy die Lachsnudeln und Julia einen Bauernsalat. Joy schmecken ihre Nudeln nicht. Deshalb isst sie lieber Brot und bei Julias Salat mit. Ich war sehr unzufrieden mit meinem Essen heute. Ich hatte mich eigentlich auf die Lachsnudeln gefreut. Als sie dann kamen, war es total die negative Überraschung. Es war total in den Teller reingebarzt und gar nicht liebevoll dekoriert. Auch vom Geschmack her war es kaum gewürzt, hat nach nichts geschmeckt im Grunde. Ich vergebe hier maximal 1 Stern. Meine Vorspeise war gut, mein Hauptgericht war okay, war jetzt nichts Besonderes. Der Feta-Käse war nicht wirklich ein Feta-Käse, das Dressing war ein bisschen fad. Das vegetarische Angebot ist gut, Preis-Leistung auch okay, alles in allem 3 Seesterne von 5.
Vielleicht kann das Schwimmbad beim Spaßfaktor wieder punkten. Es gibt 6 Rutschen, die alle Action versprechen. Nach der Boomerang-Rutsche wartet die eigentliche Mutprobe. Die erste Indoor-Looping-Rutsche Deutschlands. Hallo, ihr zwei. Wollt ihr gerne Looping rutschen? Am Looping gibt es immer eine Sicherheitseinweisung. Auf den freien Fall 10 Meter in die Tiefe muss man vorbereitet werden. Mach es. Joy macht einen Rückzieher. Deshalb testet Julia für uns die Rutsche. Sobald die Klappe sich öffnet, wird eine Geschwindigkeit von 45 km in der Stunde erreicht. Und eine Beschleunigung von 2,6 G. Zum Vergleich, auf einen Astronauten wirken in einem Space Shuttle maximal 3 G. Mega, krass, fett, Ober, Hammer. Muss jeder ausprobieren, jeder. Auch ihre Freundin, Joy, die sich nun doch traut. Nach 10 Sekunden mit freiem Fall und Looping ist auch Joy hellauf begeistert. Als ich angekommen bin und die ersten 2 Stunden hier verbracht habe, dachte ich mir, gar keinen Spaß. Aber jetzt nach den Rutschen, mein lieber Schwan, da sind ein paar richtig geile Dinger dabei. Und deshalb 4 von 5 Seesternchen. Der Spaßfaktor ist sehr hoch, wie ich finde. Der Raketenstart macht total viel Spaß und ist Adrenalin pur. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man eigentlich fast alle Rutschen mit Reifen rutschen muss. Und deswegen gibt es von mir hier 4 Sterne. Unter der Woche ist das Bad mit rund 1300 Gästen verhältnismäßig leer. Das ändert sich am Wochenende und in den Ferien mit bis zu 3500 Spaß- und Erholungssuchenden. Dann sind die ca. 240 Liegen schnell belegt. Und auch die Wartezeit an den Rutschen könnte den Geduldsfaden reißen lassen. Also der Preis ist top, gar keine Frage. Bei der Leistung kann man sich jetzt streiten. Meine Highlights müsste ich jetzt noch mal extra bezahlen. Der Außenbereich, gefiel mir jetzt auch nicht so gut. Aber der Eintrittspreis, der schlägt es einfach raus. Und deshalb 4 von 5 Seesternchen. Grundsätzlich finde ich die Preise hier sehr fair. Man bekommt auch viel dafür. Schade finde ich, dass es hier teilweise sehr altbacken wirkt. Und wenn ich schwimmen gehe, möchte ich gut essen. Das war heute nicht der Fall. Und deswegen vergebe ich hier 3 Sterne. Unsere 2 Testerinnen hatten bei den Rutschen viel Spaß und finden 21,90 Euro für den Eintritt günstig. Doch es gibt Abzüge beim Essen und der Hygiene. Insgesamt erhält das Bad für den Spaßfaktor 8 Seesterne, für den Erholungsfaktor gibt es 7 Seesterne, ebenso für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das kulinarische Angebot schneidet mit 4 Sternen am schlechtesten ab. Insgesamt 26 von 46 Seesternen. Damit ziehen Köln und Tropical Islands gleich. In unserem Urlaubstest gibt es also keinen 4. Platz. Platz 3 teilen sich Köln und Krausnick mit jeweils 26 Seesternen. Das tropische Bad konnte zwar mit einem künstlichen Regenwald und einer atemberaubenden Kulisse punkten, erhielt aber Abzüge bei der Hygiene und für verschiedene Extrakosten. Köln überzeugte mit dem fairen Preis und einem hohen Spaßfaktor. Andererseits konnte es sich außer mit den Rutschen nicht von den anderen Bädern abheben. Auf Platz 2 kommt mit 36 Seesternen die Therme im Süden Deutschlands. Erding überzeugt mit gutem Essen, viel Erholung und Extraangeboten, die nicht zusätzlich kosten. Der Gewinner unseres Schwimmbadtests ist Wolfsburg mit 43 Sternen. Der Underdog unter den 4 Bädern entpuppte sich als wahrer Geheimtipp. Volle Punktzahl für Spaß, Erholung und Preis-Leistung.